Hallöchen und guten Abend, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Part. Ja, heute gibt es mal ein Let's Build. Und zwar werde ich heute ein China-Restaurant bauen. Und den Anfang habe ich hier schon gemacht. Ja, das sieht schon echt super aus, finde ich. Den Anfang habe ich euch erspart, weil das war ein bisschen ganz schön kompliziert hier unten, dieses Untergerüst. Aber jetzt geht es von außen nur noch an den Feinschliff. Und dann geht es innen weiter und das kann ich euch ja mal zeigen, wie das innen aussieht. Bis jetzt so hier. Also ganz einfach. Ich werde außen, ja außen kommt dann ringsrum noch ein Springbrunnen mit ganz vielen Fischen, die dann nach außen ihren Strahl sprühen, oder wie nennt man das Ding? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, die kommen dahin. Die Dinger will ich noch platzieren. Die sehen ganz gut aus, aber ich überlege noch, welche davon. Die definitiv nicht. Die vielleicht in einer anderen Farbe. Oh Gott, nein. Gibt es hier nicht noch was Einfacheres? Nee, die werden immer globiger. Vielleicht mache ich die auch nur. Nee, das sieht doof aus. Hier so ein überdachter Eingang. Das ist eigentlich eine echt coole Idee. Jetzt muss ich mal das Dach ein bisschen länger ziehen. So. Und dann kann ich ja hier vielleicht noch diese Säulen hinmachen. Zack, zack. Und dann hätten wir hier diesen coolen überdachten Eingang. Und die Treppe, welche nehmen wir denn da? Welche nehmen wir denn da am besten? Was ist denn das für eine? Ich schaue die mir mal an. Also die passt von der Farbe her echt super. Also ich denke mal, die können wir gleich nehmen. Oh, verkehrt. So, dann. Oben hatte ich einen Zaun am Anfang gemacht. Also das ist ein bisschen blöd hier oben. Hier müsste man eigentlich rundrum laufen können. Aber das ist halt das Dach. Das geht hier nicht weg. Vielleicht dann im Live-Modus, aber im Moment geht es noch nicht. Und hier hatte ich am Anfang einen anderen Zaun, der hat super dazu gepasst, aber der war zu niedrig. Und jetzt muss ich mir natürlich einen anderen suchen. Ich hatte erst schon, na, welcher ist farbig? Der hier. Den hatte ich erst. Ich finde, der passt echt super zu sowas. Hier müssen wir den ziehen. Zack. Ah, eins zu viel, eins zu viel. So. Jetzt fehlt noch das Treppengeländer. Hier haben wir das. Oh Gott, welches ist denn das jetzt? Erstmal nur gucken. Nee, das ist es nicht. Das hier. Ja, genau. Ich denke mal. Vielleicht werde ich diese Geländer innen auch verwenden. Ich weiß es noch nicht. Ich werde auf jeden Fall so machen, dass hier noch ein Fundament lang geht. Das werde ich direkt mal machen. Hier so. Zack. Na. Oh nein, hoffentlich komme ich jetzt hier nicht in Schwulitäten. Aber gerade so. Es ist ganz schön eng, aber es passt noch. Na, bin ich jetzt eins zu weit? Tim, tim. Ich glaube, jetzt mache ich das hier schief. Ich glaube, es ist schief. Und es ist wirklich schief. Verdammt. Also fange ich mal von hier an. Naja, gut.
Nee, eins weniger. Jetzt. Aber hier eins mehr, okay. So geht das also. So haben wir, so machen wir das. So. Gut. Und das ersetzen wir jetzt durch diesen Zaun. Jetzt machen wir das so. Gehst du? Danke. Es hat dann natürlich kein Fundament drin gemacht. Also wenn das jetzt nicht funktioniert mit dem Fundament, mache ich das später. Das ist jetzt nicht ein Muss, jetzt das zu machen. Das noch hier lang. Hier haben wir das schon. Ja, gut. So, jetzt haben wir hier noch das Fundament unten rundherum. Und dann kommen hier die Springbrunnen. Die werde ich mal benutzerdefiniert ziehen. Und die werde ich. Wie mache ich denn die? So. So. Nee, eins mehr, so. So. Jetzt haben wir hier Wasser rundherum. Das mache ich auf der anderen Seite nochmal. Oh Gott, habe ich das jetzt gleichmäßig? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Also eins weniger. Hier war es eins mehr. So, hau das jetzt hin. Hey, es ist Tatsache, es ist. Ja. Jetzt habe ich hier aber noch eine Idee, so. So passt das, jawohl. Das gefällt mir. Was habe ich denn jetzt verkehrt gemacht? Ne, ist eins zu wenig. Also noch mal eins hoch. Hä, was ist denn an dem jetzt anders? Irgendwas ist an dem jetzt anders. So ein Mist. Ist hier irgendwas an dem anders? Oder ist es vielleicht. Was ist hier anders? Wisst ihr, was anders ist? Naja, gut, das werde ich in einer ruhigen Minute mal noch ausgleichen. Auf jeden Fall ungefähr so. Ach, ich weiß, was anders ist. Letzter Versuch. Das weg. Das dran.
So. Ich würde jetzt sagen, jetzt haut das so halbwegs hin. Jetzt ist hier eins breiter. Aber wenn ich das jetzt hier mache, dann ist es wieder breiter. Okay, dann lasse ich das erstmal so. Das mache ich in einer ruhigen Minute noch. Vielleicht bevor der nächste Part losgeht. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal von drinnen an. Drin ist so ein cooler. Na, Moment, jetzt sind wir schon im Keller. Na hoch, ich hatte doch hier schon einen Pool gemacht. Der ist jetzt scheinbar wieder weg. Wo sind wir hier? 2, 4, 6, 7. Also muss ich hier anfangen? Wieso? Ich kann auch eigentlich einfach nur so ein rundes nehmen. Das geht ja auch. Brunnen kann nicht um etwas. Das geht natürlich wieder nicht. Also muss ich halt doch den Pool nehmen. Weil der Pool, der funktionierte erst eigentlich. Das ist jetzt echt blöd. Nee, das ist der Keller. Ich platziere noch mal ein Fundament. Fundament. Hier. So. Jetzt ist das ein abgeschlossener Raum. Jetzt probiere ich es nochmal. Jetzt geht das immer noch nicht. BB. Punkt. Move Objects. Ja. Cheat is off. BB. Punkt. Move Objects. Cheat is on. Okay. Merkwürdig. Also da werde ich jetzt erstmal einen Zaun rundherum ziehen und das auch später machen. Irgendwie mache ich hier alles später. Ich weiß nicht. Da-da. Also der kommt dann genau in die Mitte. Wo ist denn jetzt genau die Mitte? Das müsste hinhauen. So. 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 Genau das kommt jetzt eine Etage nach oben. Oh nein, warum sieht man da das Dach? Oh, muss ich das echt alles per Handarbeit machen hier? So, also der Plan ist es eigentlich, dass man dann von ganz oben bis ganz runter durchgucken kann. So ist eigentlich der Plan. Das kriege ich noch irgendwie hin. Wahrscheinlich muss ich dann wirklich das Dach einzeln neu platzieren. Mal kurz konzentrieren. So. Jetzt entferne ich hier in der Mitte. Ja, da entferne ich jetzt das Dach. Okay, ganz unten. Haben wir das auch. Aber jetzt ist das Fundament daraus. Kann ich vielleicht jetzt einen Pool ziehen? Oder irgendwas? Jawohl. Wobei eigentlich könnte ich das unten größer machen. Ich könnte das auch oben größer machen. Ah, dann wird es wieder ungleichmäßig. Aber dann kann man von oben definitiv besser runtergucken. Oh, warum ist denn jetzt der Pool dort unten? Also ich glaube, ich zeige natürlich heute wieder, wie man es nicht machen sollte. Warum nehme ich denn einfach, nur einfach das, nicht das Fundament hier? So. Naja, jetzt habe ich immerhin einen Anhaltspunkt. Brunnen, wir versuchen es nochmal. Geht natürlich immer noch nicht. Freut mich sehr. Pool geht auch nicht. Doch, das müsste gehen, wenn ich genau unten drunter im Keller ziehe.
Dann würde ich aber eher so einen Brunnen machen. So einen. Wäre das dann trotzdem noch mittig? Ja, müsste hinhauen. So, also ziehe ich jetzt ganz unten noch eine Wand. Wie habe ich das jetzt oben gemacht? Ich mache es einfach wieder so. Ist eigentlich voll blöd, dass man die Räume kurz konzentrieren. Nee, das ist nicht mittig. Jetzt haben wir es mittig. Jetzt haben wir es mittig und jetzt haben wir das verschoben, also nochmal. So, jetzt haben wir das definitiv mittig. Jetzt gehen wir noch mal eins hoch. Und gucken mal, dass wir vielleicht jetzt den Pool machen können, verdammt. Okay. Also später das Ganze. Ziehen wir also doch noch mal jetzt fix den Zaun rundherum, um zu gucken, dass wir sehen, wo das dann sein soll. Dann nehmen wir doch gleich einen achteckigen Zaun. Ja, das ist ganz schön kompliziert, die Sache hier. So. Okay. Gut, immerhin, das haut jetzt hin. Dann ganz oben soll in die Mitte diese coole Beleuchtung. Beleuchtung, Beleuchtung. Wo ist sie denn? Diese coole Hängelampe hier. Hier, genau die. Die. Und die muss größer, die muss größer. Also muss man wahrscheinlich oben, also die muss definitiv richtig mittig. So. Und dann muss das hier oben auch größer gemacht werden. Also machen wir das jetzt genau um die Lampe rundherum, sodass das Loch einfach nur größer wird. Hier oben brauchen wir eh nicht viel Platz. Wie sieht es denn hier aus? Machen wir das so, 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 so. Okay. Oh, ich habe doch gerade einen Raum gezogen, verdammt. Also nochmal größer, da hat es es wahrscheinlich jetzt nicht genommen. Also machen wir hier so. Warum platziert denn das jetzt diesen Raum hier nicht? Toll, wenn ich so mache, geht es natürlich direkt. Dann machen wir das halt so. Ist mir doch egal. Verdammt hier. So, hier wollten wir zwei lassen. Und dann kann das in der Mitte auch wieder weg. Also man soll auf jeden Fall zum Schluss von ganz oben bis ganz nach unten in die Mitte runter gucken können. So, wir schauen mal, wie das Ganze aussieht. Das ersetzen wir jetzt durch den coolen Zaun.
So, also hier kann man schon mal ziemlich weit gucken, bis auf das Dach unten. Und das soll halt noch bis wirklich ganz runter gehen. So, hier. Halt sehen wir ja, ist das Dach. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Was ist denn das hier? Mal das mal weg. Und das. Oh, jetzt geht's. Oder? Was haben wir denn jetzt gemacht hier? Ach, verdammt, jetzt haben wir natürlich eins zu viel. So. Genau, jetzt können wir bis ganz runter durchgucken. Von ganz oben bis ganz unten. Und sehen dann von oben diesen schönen, ja, Dings. Wasser. Brunnen, verdammt. Ich würde sagen, wir schauen mal die Fenster, was wir da machen. Wir fangen mal mit der Tür an. Von der Seite, wo ist die Tür? Ist ein bisschen kompliziert, da das Ding rund ist. So, wir brauchen eine passende Tür. Dazu müssen wir eine vom kleinen Raum nehmen. Hier. Passt die? Vielleicht eine andere Farbe. Schwarz. Schwarz würde ganz gut passen. Ich platziere die schon mal. Mal schauen, ob es vielleicht noch was Besseres geht. Nee, die ist wieder zu modern hier. Die? Nee, die ist zu einfach. Ich glaube, die ist gut. Die ist echt gut. Die nehmen wir. Natürlich in. Oh nein, jetzt haben die die in meiner Farbe nicht, die ich brauche. Ich glaub's ja nicht. Ganz weiß sieht bescheiden schön aus. Was macht man jetzt? Ah, helft mir mal, was macht man jetzt? Oder nehmen wir die hier? Ah, die da will ich haben. Dann nehmen wir die, die passt auch ganz gut. Oder die? Nee, die ist auch noch. Die ist auch nur so eine kleine. Ich habe gehofft, die ist eins breiter. Die. Gibt es die noch im Braun? Die Farbe würde passen, aber die Blumen da vorne drauf nicht. Also nehmen wir die. Beschlossene Sache. Wir nehmen jetzt die Tür. Daneben machen wir mal noch Fenster. Ich muss noch mal fix Bild gucken. Denn ich habe hier ein Bild zur Hand, das ich als Vorlage habe. Was sind denn das für Fenster? Die sind zu klein. Die. Nee, die passen auch nicht so richtig. Die hier sehen ganz gut aus. Ich glaube, die sind's. Jetzt gibt es sie bestimmt wieder nicht in meiner Farbe. Ich wusste es. Ich wusste es. Wobei, das mit dem Weiß kombiniert sieht natürlich auch nicht schlecht aus, finde ich. Also, wir probieren das mal ringsrum. Und platzieren mal die Fenster hier. Ach, jetzt. Oh, das ist ja praktisch. Oder es geht jetzt natürlich nur durch Move-Objekte. Das kann natürlich auch sein. Hoppala, was ist denn hier für eine Wand? Die machen wir mal weg. Okay, es funktioniert nur durch Move-Objekte. Dass man die so direkt nebeneinander machen kann. Aber das macht ja nichts. Meine Zwecke erfüllt. So, dann hier wieder so. So. Und hier wieder vier. Ja, ich
glaube, die passen ganz gut dazu, die Fenster. Ich probiere noch mal ganz fix, ganz fix die andere Tür. Da, hier. Tür. Die würde nämlich richtig fett da mittendrin reinpassen. So, und entweder nehmen wir die. Oder so lang. Ich glaube, so lang würde besser passen. Okay. Da hätte sich das Problem mit die Fenster also auch geklärt. Jetzt hoffe ich mal, dass die Fenster natürlich oben in die oberste Etage auch noch so reinpassen. Puh, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück, hab ich ein Glück. Mach mal außen ran. So. Oh, hier der Balken, da steht nicht richtig. Die Säule. Hier habe ich das jetzt auch gerade nicht richtig gemacht. Das muss ich gleich nochmal richten. So, und jetzt einmal noch ganz oben. Das machen wir jetzt so. Hier, die müssen ganz direkt nebeneinander. Und die kommen ein bisschen auseinander. Nebeneinander, auseinander. Ja, das ist die Art und Weise, wie ich Dinge erkläre. Wieder eins verkehrt. So, ich schaue mir das Ganze jetzt mal komplett an. Ich bin hier, mein Fenster. Ich bin recht zufrieden damit. Hier kommt noch Deko hin. Und hier oben. So, was sieht man jetzt noch? Irgendwas habe ich doch noch falsch platziert hier. Diese Säule. Die muss noch ran. Vielleicht mache ich hier auch noch eine Säule hin, aber das wird, glaube ich, zu viel, denke ich. Die Fenster sind verkehrt. So, da haben wir das. Jetzt machen wir hier schnell noch den Weg. Nein, nicht Treppenweg, du. Honk, du. Da machen wir, was macht man da? Stein und Pflaster. Mal Probe sprühen hier. Nee, das passt nicht. Bisschen Dreck. Nee, das passt auch nicht. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Vielleicht finden wir ja hier was. Irgendwas Cooles bei die Steine. Das ist schon eine echt coole Farbe, aber irgendwas fehlt da noch. Die Platten sind gut. Oh ja, die gefallen mir. So, das machen wir auf der Seite noch. Eins, zwei, drei, vier. Eins zu viel gemacht. Nee, doch, war richtig. So. Und jetzt stellen wir schon mal ein paar Büschchen davor, damit es hübsch aussieht. Was nehmen wir da? Kiefer? Nee, die passt da nicht. Zypresse. Zypresse? Nee, wo ist denn der Bambus? Zierbambus. Oh ja, geil. Geil. So. Ganz fix das Fundament noch. Welches nehmen wir da? Nee, das passt nicht.
Das ist gut. Das ist echt gut. Vielleicht die Farbe noch. Oh ja, das gibt es sogar in unserer Farbe. Das ist ganz toll. Dieses Gebäude habe ich übrigens original schon gesehen. Vielleicht kennt es ja jemand, das steht bei Berlin. Und das nennt sich, das Ding nennt sich, das ist die Himmelspagode. Ja, und ich würde sagen, ich mache schnell noch einen Screenshot. Und wenn ihr gespannt seid, wie es weitergeht, schaut wieder rein. Ich bin auch auf jeden Fall selber gespannt. Hier werde ich noch den Springbrunnen machen, hier davor. Ja, ich bin sicher, das wird ein super cooles Projekt. Ich meine, guckt es euch an. Das sieht jetzt schon mega aus. Echt cool. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Baupart. Bis dahin, tschüss.